Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Was hat es mit diesem Koffer auf sich? Der ein oder andere von euch, der meinen Kanal regelmäßig verfolgt, wird sicherlich schon erahnen können, worum es jetzt hier und heute in diesem Video gehen wird, und zwar um den großen Geisterjagd-Equipment-Check. Ich habe ja vor ein paar Tagen auf meinem YouTube-Kanal eine Umfrage gestartet, in der ich euch gefragt habe, ob ihr daran interessiert seid, mal ein kleines Equipment-Video von mir zu sehen, was für Geräte ich so habe, was die so können und vor allem in welchem Preissegment diese sich auch befinden. Ich dachte mir, das würde vielleicht für den einen oder anderen von euch da draußen, der sich neu mit dem Thema befasst, von großer Interesse sein. Und deswegen habe ich diese Umfrage gestartet und das Ergebnis war tatsächlich: von 82 Stimmen haben 80% dafür gestimmt, dass sie daran Interesse hätten, und dementsprechend entsteht jetzt gerade hier dieses Video. Ich würde auch sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, sondern wir starten direkt mit dem ersten, was ich euch vorstellen werde. Das Ganze wird so ablaufen: ich werde immer ein Produkt oder Gerät hier vor die Kamera platzieren und euch etwas dazu sagen und dann immer einen Zirka-Preis einblenden. Das sind so die Preischargen, sage ich mal, in denen sich diese Geräte oder Produkte aktuell circa bewegen. Starten wir direkt mit dem ersten Gegenstand. Und zwar ganz klassisch mit dem Ouija Board, Hexenbrett, Spirit Board und was es nicht noch alles für skurrile und gruselige Namen dafür gibt. Der Name Ouija setzt sich ja zusammen aus dem französischen Oui, was genauso viel bedeutet wie Ja, sowie auch dem deutschen Ja. Also Ouija heißt im Prinzip Ja, ja. Ja, das Spirit Board oder Ouija Board ist so eines der gängigen alten Equipments, sage ich mal, um Kontakt zur geistlichen Welt aufzunehmen. Viele Leute fürchten sich vor diesem Brett. Ich halte mich größtenteils auch von diesem Brett fern, auch wenn ich es sehr faszinierend finde. Aber man sagt, dieses Brett öffnet Portale, die man vielleicht manches Mal nicht öffnen möchte und vielleicht auch nicht mehr schließen kann. Es gibt viele gruselige Geschichten über Ouija und Leute, die danach regelrecht verflucht waren, in den Tod getrieben worden sind oder ähnliches. Ob das alles wahr ist oder ob das alles Hokuspokus ist, um den Hype um dieses Board anzukurbeln, ich weiß es nicht. Ich denke, das kann jeder für sich selber entscheiden, und der ein oder andere von euch wird sicherlich schon mal mit Ouija in Verbindung gewesen sein, hat vielleicht selber mal ein Ouija-Board gezeichnet auf ein Blatt Papier. So haben wir das alle vielleicht früher als Teenager einmal gemacht. Ich unter anderem auch, und bei dem einen ist was passiert, bei dem anderen nicht. Ob sich die Planchette, das ist dieses kleine Teil hier vorne, wo man seine Fingerspitzen drauflegt, dann wirklich wie von Geisterhand bewegen tut und auf den Buchstaben hin und her fährt, um einen diverse Worte zu buchstabieren. Das sei mal so dahingestellt. Ich meine, es kann sein, dass immer irgendjemand mitschiebt oder aber das Unterbewusstsein von uns Menschen die Planchette in eine Richtung bewegen tut, bei gestellten Fragen. Lassen wir das erstmal so im Raum stehen. Das ist das erste Produkt, was ich euch zeigen wollte, und kommen wir nun zu dem nächsten. Die Katzenspielbälle. Mittlerweile sehr, sehr etabliert in der Ghost Hunter Szene, sage ich mal. Diese Bälle sind ursprünglich produziert worden und gedacht worden für den Zweck, dass eine Katze damit ihren Spaß hat, und der ein oder andere Geisterjäger hat dann dieses Equipment für sich entdeckt und dann auch für diese Zwecke verwendet, da man mittlerweile davon ausgeht, dass Geister oder Seelen
wie ich sie gerne nenne, in der Lage sind, über diese Geräte mit uns zu kommunizieren. Diese ganzen Bälle funktionieren eigentlich ganz simpel. Die reagieren auf Bewegung. Ihr habt einmal diesen Schalter, diesen roten. Damit könnt ihr die Bälle einmal ausschalten, anschalten, aktivieren. Wenn ihr diese Bälle aktiviert habt, dann müsst ihr diese Bälle definitiv berühren, damit sie wieder anfangen zu blinken. Ihr seht das einmal hier. Man berührt diesen Ball und dann fängt er an zu blinken. Im Groben und Ganzen kann man sagen, ist es das auch tatsächlich schon gewesen mit dem Phänomen der Katzenspielbälle. Ich würde sagen, dann können wir auch schon direkt zu dem nächsten Gegenstand kommen. Dieses kleine Gerät, welches fast schon einem Walkie-Talkie ähnelt, ist tatsächlich nichts anderes als ein Bewegungsmelder. Diese Antenne deckt ungefähr einen Radius von, ich sag mal, 20-30 cm ab und man geht davon aus, dass wenn eine paranormale Präsenz sich diesem Gerät in diesem Radius nähert, dass dann ein Bewegungsalarm ausgelöst wird. Das sieht dann ungefähr so aus. So funktioniert das Ganze und diese Geräte stellt man überwiegend irgendwo in Durchgängen, in Flure oder in Türrahmen machen diese Geräte sich auch ganz gut. Weiter geht's mit dem nächsten Gegenstand. Wieder ein absoluter Klassiker im Bereich der Seelensucher, das K2-Meter. Ein Gerät, welches in der Lage ist, elektromagnetische Felder, sogenannte EMFs, zu messen, funktioniert übrigens auch sehr, sehr gut, um versteckte Stromkabel in den Wänden zu entdecken oder verputzte Steckdosen oder sonstige elektronische Gegenstände bringen dieses Gerät ebenfalls zum Ausschlagen. Unter anderem auch eine Kamera, ein batteriebetriebenes Gerät. All diese Sachen können dieses Gerät zum Ausschlagen bringen, aber auch eine Seele. Denn man sagt, dass Geister oder Seelen ein elektromagnetisches Energiefeld produzieren und um sich herum tragen und dadurch dieses Gerät zum Ausschlagen bringen können. Mit diesem Gerät konnte ich tatsächlich schon in dem einen oder anderen Video sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, unter anderem auch in meinem letzten Video. Das Video mit der Mystery Box einer meiner Zuschauerinnen. Wer das Video gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich dieses Video unbedingt mal anschauen, kann ich nur empfehlen. Das Ganze hat hier einen Anschalter, ganz simpel. Das Ding ist batteriebetrieben. Einmal einschalten und das Ganze pendelt sich dann einmal immer kurz ein und dann leuchtet es dauerhaft grün in der Regel. Wenn ich jetzt aber mich einem elektronischen Gerät, wie zum Beispiel meiner Kamera, nähere, dann fängt dieses Gerät an auszuschlagen. Aufgrund der elektromagnetischen Wellen meiner Kamera und meiner Elektrotechnik hier. Halte ich es aber weit genug weg, passiert dort nichts und es schlägt auch nicht aus. Es gibt diverse Geisterjäger da draußen, die mit diesem Gerät sehr viel spielen und faken. Unter anderem, wenn man so rumläuft in seinen Videos, mit dem Finger auf dem Ein- und Ausschalter und diesen ganz, ganz minimal dabei reindrückt, wenn man im Dunkeln filmt, dann würde man es zum Ausschlagen bringen und sagen können, oh, wow, ein Geist. Ich habe einen Geist hier. Es gibt viele Leute, die das leider machen, aber das ist absoluter Quatsch. Wenn man damit rumläuft, dann achtet darauf, dass die Leute es so in der Hand halten, dass es nicht von denen manipuliert wird. Und glaubt nicht alles, was ihr seht, sondern vertraut auf die echten Paraforscher da draußen, die sich wirklich Mühe geben und immer wieder dafür sprechen, dass sie nichts inszenieren und nichts faken. Denn das ist die wahre Forschung und alles andere ist Quatsch. Dieses kleine unscheinbare Ding hier ist nichts anderes als ein Diktiergerät. Damit kann man im privaten Bereich ganz normal sein Referat einmal aufnehmen, seine Vorlesung oder sonstiges. Aber dieses Gerät ist sehr sensibel und in der Lage, kleinste und feinste Geräusche sehr gut aufzuzeichnen, welche für das menschliche Gehör nicht immer eindeutig hörbar sind. Und damit ist es auch möglich, sogenannte EVPs,
aufzunehmen. EVPs sind quasi körperlose Stimmen, die auftauchen. Eine körperlose Stimme ist also eine Stimme einer Präsenz, die man aber optisch nicht sehen kann, die aber scheinbar energetisch vorhanden ist und die einen versucht, etwas mitzuteilen. Und ich habe mit diesem Gerät auch schon, ich glaube, 2 oder 3 EVPs mittlerweile aufzeichnen können. Eine lange Zeit lang habe ich nie etwas damit aufzeichnen können. Scheinbar ist es nun so weit gekommen, dass es geklappt hat, und ich bin sehr überzeugt von diesem Gerät und ich kann es euch auch definitiv empfehlen. Kommen wir zu dem nächsten Gerät in Handtaschenformat, welches schon wieder Ähnlichkeit mit einem Walkie-Talkie hat. Hierbei handelt es sich um ein sehr bekanntes Gerät, und zwar eine Spirit Box. Dieses Gerät funktioniert im Prinzip ähnlich wie ein Radio, im Prinzip ist es das auch, welches quasi mit verschiedenen Sweep Rates die Möglichkeit hat, durch die ganzen verschiedenen Sender zu skippen quasi. Also es befindet sich dauerhaft in einem Sendersuchdurchlauf und die paranormalen Präsenzen haben die Möglichkeit, sich diese Wörter in diesem Suchdurchlauf aufzuschnappen. Ich benutze dieses Gerät immer auf 150 Millisekunden und lasse das Ganze rückwärts laufen, um möglichst wenig Radiofrequenzen damit drin zu haben. Denn öfters kommen auch Radiostimmen, die man eindeutig identifizieren kann als diese, und das ist dann definitiv keine Stimme einer Seele, die gerade versucht, mit einem Kontakt aufzunehmen. Deswegen mache ich das ganz gerne rückwärts, um das noch ein bisschen einzugrenzen. Dieses Gerät kann man aber auch noch mit einem Portal zum Beispiel verwenden. Das habe ich jetzt nicht, aber vielleicht werde ich mir das in Zukunft einmal anschaffen. Ein Portal ist eine Art Verstärker, womit es aber auch möglich ist, die ganzen Hintergrundgeräusche und Radiofrequenzen zu unterdrücken, um das Ganze noch besser herausfiltern zu können. Ich habe aber was anderes, was man mit diesem Gerät auch sehr gut in Kombination verwenden kann. Und zwar einmal das hier und einmal das hier. Das ist eine Augenbinde und das hier sind Kopfhörer. Diese Kopfhörer kann man an die Spirit Box anschließen. Und mit diesem Ding kann man sich die Augen verbinden und dann kann man eine sogenannte Blind Spirit Box Session machen, die sogenannte Estes Methode. Das bedeutet, ihr setzt euch mit den Kopfhörern in den Ohren und an der Spirit Box angeschlossen mit verbundenen Augen irgendwo in einen Raum, während ein Freund oder eine Freundin von euch in einem anderen Raum ist, wo ihr ihn nicht hören könnt, wenn er spricht, und euer Kumpel oder eure Kumpeline, ja, stellt dann Fragen an die Spirits und die Spirits antworten über euch als Sprachrohr, über diese Spiritbox quasi. Ihr hört die Fragen nicht, sondern sprecht die Antworten aus, die ihr über die Spiritbox wahrnehmt nach der Frage. Und das Interessante daran ist, ihr wisst gar nicht, was für Fragen kommen und ob die Antworten passen. Euer Fragensteller wiederum weiß es schon und kriegt vielleicht hier und da mal eine Gänsehaut. Sehr, sehr cool, kann ich nur empfehlen. Ist auch mega spannend, das zu machen. Ich habe es selber schon 2-mal gemacht. Auch dazu findet ihr Videos auf meinem YouTube-Kanal. Schaut da gerne mal rein in mein Halloween-Spezialvideo. Da habe ich das Ganze auf jeden Fall in einer kleinen Ritual-Session gemacht im Dämonenhaus an der Bahn. Und in einem weiteren Video an einer Höhle habe ich dies auch getan. Dort könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Kommen wir nun zu ein paar Herzstücken meiner Sammlung. Alle Leute, die meinen Kanal verfolgen, wissen jetzt schon, das Ding ist geil. Viele haben auch schon gefragt, wo man das herbekommt. Dieses Gerät hier ist die Alice Infinite, von mir auch immer liebevoll die Alice Box genannt, weil sie irgendwie wie eine Lautsprecherbox aussieht, und im Prinzip ist sie das auch mehr oder weniger. Dieses Gerät ist ein psychokinetisches ITC-Gerät, was über diverse Sensoren quasi ermitteln kann, wo ein Spirit sich gerade befindet, und das wird einem dann sogar teilweise angezeigt über diesen
Ring hier, das ist ein LED-Ring, der dann aufleuchtet, sich einmal im Suchlauf befindet und dann eine Richtung anzeigt, wo die Stimme herkommt oder wo das Wort gerade herkommt, wo der Spirit wahrscheinlich steht. Dieses Gerät verfügt über eine interne Datenbank mit mehreren tausend Wörtern, aus die die Spirits dann wählen können, was sie gerade von sich geben möchten oder was sie einem gerade mitteilen möchten. Ein super klasse Gerät, ich habe super super geile Ergebnisse mit diesem Gerät erzielen können, sei es in dem Mausoleum, wo ich letztens gewesen bin. Ich bin immer wieder begeistert von diesem Gerät und ich kann es euch nur empfehlen. Dieses Gerät ist sehr kostspielig, ihr habt den Preis ja gerade gesehen, aber ich kann euch sagen, dieses Geld ist gut investiert. Die Leute, die das herstellen, sind selber Paraforscher. Unterstützt sie auch gerne, kauft euch so ein Gerät, ihr werdet es nicht bereuen, kann ich euch versprechen. Ja, und die Hersteller der Alicebox haben auch dieses Gerät hier produziert, die Evidence Pro. In der Geisterjäger-Szene auch liebevoll die Pyramide genannt. Was kann dieses Gerät, wofür wird es verwendet? Dieses Gerät verwendet man größtenteils für Ja-Nein-Fragen und Antworten. Denn hier oben befinden sich zwei Lampen. Einmal ein grünes Licht, einmal ein rotes Licht oder umgekehrt, ich weiß jetzt nicht wie rum. Auf jeden Fall, damit sagt man, ist grün für Ja und rot für Nein. Dieses Gerät verfügt links und rechts über Bewegungssensoren. Das Ganze funktioniert ähnlich wie bei modernen Autos, die Abstandssensorik, wenn man einparken tut oder zu dicht an ein anderes Auto heranfährt oder an eine Wand. Ich kann euch das Ganze mal kurz zeigen. Ich schalte das Gerät einmal ein, dann pendelt es sich einmal kurz ein, solange es so blinkt. So, jetzt ist es eingependelt. Das Gerät hat auch verschiedene Stufen zum Einstellen. Damit kann man einstellen, wie weit die Distanz sein soll, die das Gerät die Bewegungen messen tut. Und der Spirit, der jetzt zum Beispiel von rechts käme und sich langsam nähern würde, würde Folgendes verursachen. Und ihr seht, wenn der Spirit näher kommt, wird es lauter, wenn er sich entfernt, ist es leiser. Und ihr habt gesehen, das Lämpchen hat grün geleuchtet. Das könnte ein Ja auf eine Frage sein. Und das ein Nein auf eine Frage. Grün für Ja, rot für Nein und auch auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel. Super geiles Gerät, ganz neu in meinem Equipment, kennt ihr auch noch nicht auf meinem Kanal, denn ich habe es mir erst vor kurzem gekauft, auch sehr kostspielig, aber auch das wird sich lohnen. Ich bin gespannt auf meine erste PU mit dem Gerät und ich hoffe, ihr seid es auch und schaut dann mal bei mir rein. Dieses skurril aussehende Ding hier, welches auch wieder einer Pyramide ähnelt, ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt aus der Musikerszene als Taktgeber. Oder unter anderem auch aus dem Horrorfilm Insidious. Dieses Gerät ist ein Metronom. Ich benutze dieses Gerät nicht für mobile Geisterjagden, sondern für paranormale Untersuchungen und kleine Home-Sessions ist es perfekt geeignet, meiner Meinung nach. Denn man kennt es, man ist noch ziemlich aufgewühlt, man ist noch unkonzentriert und man kommt nicht so richtig rein, um sich bisschen auf das Spirituelle einzulassen und durch diesen Taktgeber ist es dann möglich, sich das Ganze mal hypnotisierend ein paar Minuten lang anzuschauen und anzuhören. Und dann langsam, aber sicher. Seine innere Ruhe zu finden. Ja, und das im Prinzip ist es auch schon gewesen um dieses Gerät. Aber ich finde es sehr, sehr hilfreich, um sich ein bisschen zu erden, wenn man nicht so richtig reinkommt. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man sollte in der Lage sein, sich auf einen spirituellen Punkt zu bringen,
um seine Sinne zu schärfen, um eine gute PU durchführen zu können. Dann haben wir hier noch eine Spieluhr. Das ist auch eher so ein Objekt, welches keinen direkten, sage ich mal, Kontakt von einem Geist benötigt, sondern es ist eher so eine Art Trigger-Objekt. Vielleicht um auch kleine Geisterseelen ansprechen zu können, wie auch zum Beispiel Leute, die einen Teddybär-Rampot haben oder dergleichen. Ich werde mir in Zukunft definitiv auch noch einen Teddybär-Rampot zulegen, denn das sind alles so kleine Trigger-Objekte, die so ein bisschen das Vertrauen aufbauen sollen, ein bisschen für Harmonie sorgen sollen, und das Ganze hört sich dann auch sehr, sehr schön an. Das werde ich euch einmal kurz demonstrieren. Ja, liebe Leute, und das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein mit diesem kleinen Equipment-Check und ein paar kleinen Erklärungen zu den Geräten. Und ich denke, die Preise sind auch sehr, sehr interessant für den einen oder anderen da draußen, denn nicht alle Geisterjäger-Produkte oder Geräte sind sehr, sehr kostspielig. Natürlich möchte man möglichst gute Geräte haben, und wenn man das möchte, muss man auch hier und da mal etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber es lohnt sich, denn je mehr man hat, desto mehr Möglichkeiten hat man und desto höher sind auch die Wahrscheinlichkeiten und die Chancen, dass dir ein Spirit antworten kann oder Antworten schicken kann und auch vielleicht möchte. Denn nicht jedes Gerät spricht jeden Spirit an und nicht jeder Spirit spricht auf jedes Gerät. Zusätzlich gibt es natürlich noch viele andere Dinge, die man noch sich zulegen kann, eine SLS-Kamera, ein Rampot-Bär und noch so einige andere Dinge. Unter anderem sollte man auch hier und da einiges an Räucherwerk zu Hause haben. Immer wieder, wenn man mal mit der spirituellen Welt in Kontakt getreten ist, kann es schon von Vorteil sein, wenn man auch ab und zu sich selbst und seine Wohnung etwas durchräuchern tut. An dieser Stelle endet dieses kleine Video. Ich wollte euch damit einfach nur mal grob die Basics zeigen, was so aktuell ziemlich bekannt ist in der Szene, was sehr, sehr wichtig ist und was meiner Meinung nach die beste Ausrüstung ist. Und ich mache das ja mittlerweile schon ein bisschen länger, ein paar Jahre, und ich bin damit eigentlich ganz gut gefahren bisher. Natürlich kommt immer mal wieder ein Gerät dazu, so wie jetzt vor kurzem die Pyramide, aber ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und was die Geräte in Zukunft bringen und was vielleicht auch mal Neues auf den Markt geworfen wird. Wir werden sehen. Wenn es mal wieder was Neues gibt, was ich euch unbedingt zeigen muss, dann seid ihr definitiv die Ersten, die es sehen werden. Das kann ich euch garantieren. So, aber ich will das Video nicht unnötig in die Länge treiben. Ich hoffe, dieses kleine Equipment-Video hat euch gefreut. Ich hoffe, es war informativ genug für euch, für die kleinen Basics. Wenn ja, dann gebt diesem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Schreibt ihr immer ein nettes Kommentar dazu und doch gerne auch, wie ihr dieses Video fandet und welches Gerät euch am besten gefallen hat in der Vorstellung und welches Gerät ihr euch vielleicht auch gerne in Zukunft kaufen werdet. Jetzt aufgrund von meiner kleinen Vorstellung. Das würde mich auch sehr interessieren. Danke für eure Zeit, danke fürs Zuschauen, danke für euer Feedback und euren krassen Support. Wirklich, die letzten Videos sind echt durch die Decke gegangen. Ich habe mittlerweile die 2000 Abonnenten erreicht. Da bin ich euch unglaublich dankbar für. Danke für alles, danke, dass es euch gibt und bis zu meinem nächsten Adventure auf Dark Tourism. Ciao, ciao.